Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Highways. Ja, wir sind letztes Mal stehen geblieben. Wir wollen jetzt hier eine Art Praxis machen, weil die zahlen sehr viel Miete. Also 420, okay, nur 400. Aber 400 Ding, das ist schon mal sehr gut. Brauchen wir aber noch Geschäfte, die sollen das einmal hier fertig machen. Kann man die irgendwie denn sagen, sie sollen irgendwas. Ich hasse diese vielen Stufen. Und ich hätte auch noch Aufzüge haben. Ich weiß nicht, ob ich denen das anbieten kann. Das ist so teuer, die 50 pro Tag. Also das sind nur das hier, die Stufen. Also. Wow! Wir brauchen mehr Menschen. Ah, wir haben schon 50 Dinge. Ja, Vergütung von 1000. Okay, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir haben 1000 Menschen. 1000 Menschen. Wir haben. Was hat der für ein Problem? Strom. Haben wir schon wieder keinen Strom? Na, 34. Oha. Das ist ja total übertrieben. Brauchen wir mehr Stromkästen? Freue mich doch total. Natürlich, wir könnten den machen. Kostet aber 2000. Oh, das ist so teuer. Können wir uns nicht leisten. Bauen wir hier. Geht sich hier nichts mehr anders aus, aber ich brauche das. 40, 13 von 20, 3 von 10. Verpasst du das jetzt mal fertig, weil dann können wir jetzt vielleicht ein Geschäft bauen. Und vielleicht reicht das denen dann schon als kleinere. Die haben zwar größere Auswahl an Geschäften. Na, viel können wir machen. Das reicht für einen Lagerplatz. So. Und hier nehmen wir dann. Was nehmen wir denn hier? Reine Spirituosenhandel. Blumenläden. Zahlen jetzt nicht gerade so viel. Drogerien. Haben wir schon. Bücher, Zeitung. 150 pro Tag. Nehmen wir den. So eine kleine Elektronik, das ist immer gut. Telefonanschluss und Ding. Schauen wir mal, ob wir das haben. Stromanschluss wird gerade gebaut, so. Telefon mache ich auch nochmal so, zack, zack. Und wir haben schon die ersten Kunden hier drinnen, perfekt, die kaufen schon Medikamente. Weil sie ja so viel arbeiten müssen, brauchen sie ja auch Wachmacher. Denke ich mal so. Ah ja, neue Aufträge. Höre die 100 Personen, oh Gott. Sie halten 1000 sofort und 3000. Das Amt für Stadtplanung. Da planen sie 12 mittelgroße Büros. Lassen sie 100 Büroangestellte. Wie viel haben wir schon? Machen wir das. Aber das ist auch gut. Machen wir das so. Ja, fällt. Ah, egal. So, die haben da unten keinen Strom und kein Wasser. Ah, das habe ich total vergessen. Sorry. Wasser brauchen wir auch noch. Wasser brauchen die auch noch. Bei Ernst. Ach, toll. Toll, 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 toll. So. Juhu. Muss ich das eben dann bauen? Da kann ich eigentlich schon. Können wir eigentlich theoretisch schon hier noch oben bauen? Ich könnte hier immer so einen größeren bauen, ich könnte hier mehrere Arztpraxen bauen, aber die machen eine Konkurrenz, glaube ich. Habe ich jetzt eigentlich schon genug? Ja, ich habe genug. Perfekt. Yes. 410, komm zu mir. Perfekt. Wasseranschluss braucht er natürlich auch noch. So, kann gerne so viel Wasser haben, wie er will. Aber hier oben könnte ich dann theoretisch das nächste Büro bauen und hier kann ich ein kleineres Büro bauen. So können wir hier kleine Büros und große Büros, dann können wir hier große Büros und kleine Büros und so weiter können wir das machen.
Und zwei Lagerbereiche sind schon voll. Da wird gerade gearbeitet. An Wasserstation wird hier gebaut, hier gebaut, hier, hier gebaut, hier gebaut, hier gebaut. Und so. Wasser geht sich dabei noch aus. Strom wird auch schon wieder knapp. Dann bauen wir eben hier noch schnell noch eine Strom. Stromkasten hin. Stromkosten sind teuer und wir haben schon wieder kein Geld. Okay. Kein Geld, kein Geld, Geld, Geld. So. Hier unten können wir das nächste Büro bauen und die, mit denen machen wir sowieso so viel Miete. Die anderen zahlen 300 und die zahlen schon viel. Mal ausrechnen. 4, gell? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ich müsste noch 2 dazu bauen, aber dann habe ich hier 2 einen Überschuss, wenn ich dann sowas bauen möchte, wie das etwas Großes. Oh ja. Nur mal so kurz Test. So. Hier 2, 3, 4. Dann bleiben wir hier, hier bleiben wir dann 2 über. Haben wir 2 über, was machen wir mit den 2 Stauraum? Stauraum. Hier könnte ich schon mal das nächste Büro bauen. Würde ich sagen, also ich baue hier nochmal das nächste Büro. Das ist auch wieder Geld. Ein paar Geldeinnahmen. Hier müsste ich schon Werbung machen, kostet 100. Hier machen wir. ...50... ...90... Okay, die Anwälte zahlen gerade weniger, aber der zahlt 150 pro Tag. Es kostet aber auch natürlich was. Mal schauen. Bislang haben wir keinen Kredit aufgenommen. Was haben wir beim ersten Versuch? Sind wir überhaupt nicht so weit gekommen oder so. Läuft es viel besser. Ich frage mich aber, wenn ich da zum Beispiel so ein, also das kostet sowieso wieder Geld, aber wenn ich so ein Büro mache, so ein, da so ein Typ da, den Einfluss brauche ich sowieso, aber der verbraucht das dann, oder? Die, das Ansehen. Oder bedeutet das einfach, mit denen Ansehen kann man das einfach so freischalten und dann fertig. Also ist es zum Freischalten oder zum Kaufen? In Ansehen kauft man das oder freischalten? Tut man das freischalten? Das ist die Frage. 60 ist schon wieder der nächste Stern. Oha, und ich habe schon wieder gleich 60. Geht noch nicht. So, ich glaube, wir gehen heute. Also, wir machen heute keinen Gewinn. Ich glaube nicht. Wir haben viel ausgegeben. Ich glaube nicht, dass wir einen Gewinn machen. Oh, doch. War auch nicht so viel. War schon bald, haben wir schon das. Was bekommen wir dann eigentlich dafür? 3000 nach Abschluss. Oha. Okay, dann können wir hier schon mal den nächsten machen. Anwalt, Kanzler, die zahlen nur 120. Die zahlen 150. Immer da so einen Telefonanschluss. Brauchen beide. So, zack. Dann hier Telefon. Bauen wir hier aus. Strom natürlich auch ausbauen. Können wir hier genauso machen. Strom, Telefon. Zack. Und hier könnten wir Büros bauen. Aber ich habe gesagt, das ist blöd mit Dingen. Also könnten wir hier so ein großes Büro wieder bauen. Was können wir hier als nächstes machen? Arztpraxis. Wie. Ich weiß es nicht. Wenn ich dann eine zweite baue. Ist eigentlich wie im Büro. Die machen keine Konkurrenz gegenseitig. Ist ja kein Dienst. Genau. Ist auch ein Mieter. Stimmt. Aber die machen Konkurrenz. Was zahlen die? 360. Hm.
Was sagt höhere Etagen? Die Zahlen 360, die Zahlen. 310, das können wir sowieso nicht. Finanzbüros. Machen wir so einen, oder? Ganz schön technisch, habe ich gerade mal schief bekommen. Dieser Bereich ist zu laut. Zu laut. Nirgendwo kommt hier ein Stängelgeruch her. Okay, dann lassen wir es eben. Kann ich leise diesen Mieter heraus, die Auflösung würde kosten. Oha. Okay, dann lassen wir ihn selber rausziehen. Jetzt nicht euch. Geht's gut? Ihnen geht's gut? Ihnen geht's gut? Geht gut, geht gut. Oh, wir haben schon drei. Mittelgroßes Restaurant bereitstellen. Machen wir das mittelgroßes Restaurant. Was machen die hier? Mittag und Abendessen. Pizza ist auch gut. Zahlt 200. 200. Sandwich Job. Frühstück und Mittagessen ab. Frühstück und Mittagessen. Also eine Pizzeria, oder? Was brauchen die Pizzerien? 400 kostet das. Okay, aber bauen wir hier nach oben eine Pizzeria hin. Wunderbar. Dann haben wir auch einen, das Abendessen anbietet und dann sind mehr Leute zufrieden. Um Mitternacht gekommen wir sowieso 3000 wegen den. Theoretisch. Sind die? Ah, die sind die Hausmeisterdiener, die putzen eigentlich das Büros, oder? Putzen die Büros eigentlich? Okay, die haben auch nichts zu bauen. Auch noch Geld, aber das sollte ich jetzt kriegen. 3000. Zack, genau. 3000 und Ausgaben, Einnahmen. Okay, wir machen jetzt eine Schule plus. Finde ich schon cool. Dann nehmen wir hier unten eine Pizzeria und die zahlen 195. Das hat mehr als 195. 95. 90. Machen wir Pizzeria, so 195. Mittag und Abendessen. Zack. Abendschmaus. Habe ich gerade mal schief bekommen. Wasser. Ja, jetzt kommt es dazu. Wir brauchen noch Wasser da oben. Das müssen wir sowieso bauen, weil da oben. Ich beginne dann schon langsam mit dem Wohnmann. Wahrscheinlich. Oder baue ich hier nur einen Bürokomplex und ich baue da drüben vielleicht noch ein Tower, wo nur. Das könnte ich machen. Das wird so ein Bürokomplex hier und dann baue ich hier drüben noch. So ein ja, da drüben könnte ich dann das so bauen. Und das dann vielleicht verbinden geht dann nicht. Aber oh ja, das könnte ich so bauen. Ja. Mach ich vielleicht. Mit so ein eigenes Ding war. So, und hier haben wir jetzt auch ein Abendessen, was sehr gut ist. 3 Mitarbeiter.
können hier schon mal wieder in die Höhe bauen. Ja, und dann müssten wir das jetzt, wenn ich jetzt hier wieder lauter solche kleinen Büros baue, das ist halt. Bauen wir hier noch, machen wir es so noch. Und machen wir es am besten so. Hier so ein kleines Büro hin. Mit. So passt. Haben wir Telefon? Ja, haben wir. Das muss auch so machen. So. So. Wir könnten noch hier so eins bauen. Schauen wir mal, ob das geht. Das ist so ein großes Büro. Haben wir da vielleicht noch zwei hin von hier? Das Wort halt eins. Schauen wir mal. Und dann könnte ich schauen. Es geht schon nach oben. Geht schnell nach oben. Und dann könnte ich schauen, dass ich wieder normale Büros mache. Hier könnte ich jetzt auch schon wieder mal nach oben bauen. Haben wir hier auch schon mal wieder eine Etage nach oben. Ein, zwei, drei Etagen nach oben. So. Zwei Aufzüge hin. Zack. Zack. Käppeln den nicht. So. Und dann lassen wir es mal wieder. Lass mal es mal wieder laufen. So. Wie viele Etagen? Wie viele Etagen haben wir eigentlich schon? 9. Und 10 und 5 noch unten. Könnten hier auch hier dann endlich die Stufen ersetzen. Wenn sie sich vielleicht mehr freuen. Was machen. Machen wir das in der Nacht. Na, dann gibt es nicht so viel Käppeln. Perfekt, und hier gehen Leute essen. Weil hier gibt es ja Mittag und Abendessen. Das ist wirklich nicht schlecht, das Mittagessen, Pizza. Wie machen die Verlust, aber das ist mir egal, weil die sollen sowieso ausziehen. Die kann auch ausziehen. Ja, die sollen auch ausziehen. Ich brauche die sowieso nicht. Was ich da in diesen zwei Dingen, die bleiben, wie ich das dann aufteile. Was mache ich dann genau da? Müsste ich hier noch zwei dazu bauen? Dann wäre hier unten mehr Platz, dann wäre hier halt zwei frei. Dann mache ich das so. Ich brauche hier noch zwei dazu. So, dann kann ich hier mehr Büros hin. Perfekt. Lassen wir es laufen. Heute haben wir auch nicht so viel ausgegeben. Glaube ich zumindest. Es gibt doch Abendessen und das bedeutet, sollte es eigentlich jetzt in der. Sollte man wieder so einen Auftrag abschließen. Wenn es jetzt mit der Feedback gibt, ich hasse diese Stufen, mehr, ich komme nicht an mein Ziel. Limon Kaffee, das war ein nettes Restaurant. Schade, dass man nichts Abendessen kann, das würde ich noch ändern. So, was kann man hier noch alles abschließen? 100 Personen, das kann ich noch nicht machen. Pro Tag 10.000 am Mieternamen. Da sind wir noch entfernt. Das kann ich später mal machen. Große Büros. So, sie vier kleine Lager zu bauen. Vier kleine Geschäfte, okay. Personen wäre eigentlich das nächste, was ich machen könnte. Ich lasse es dabei noch. Ich könnte aber hier auch näher Geschäfte bauen. Ich muss mal schauen, meine Einnahmen, die jetzt gleich kommen,
Ich schau jetzt gleich mal. Bekomme ich von den... Bekomme ich Einzelhandel? Ja, ich bekomme dann nur Geld, aber es ist halt... Da arbeiten aber auch Leute. Oh ja, ja. Konkurrenz habt ihr nicht so viel. Was ist Nacht? Dann könnte ich mal. Geht nicht. Shit. Kommen wir jetzt nicht an ihr Ziel. Habe ich nichts gemacht. Shit. Es ist blöd. Namen perfekt. Oh shit, was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Oh. Schauen wir mal mit so einem. Der will ja unbedingt, dass ich so einen. Der will ja unbedingt, dass ich so einen Typ. Boah, wo ist der? 10 Einfluss. Ach ja, stimmt. Einschlusskönigs in Apartmentbüro und bestimmten Büros, okay. Ja, ich weiß, das habe ich jetzt ein paar Fehler gemacht. Das sollte eigentlich nicht so, so genau sein, so. Braucht dann noch so einen Einflusspunkt. So, oh Gott, ich sehe schon wieder die Folge, ist viel zu lang. Okay, ja, dann würde ich gleich sagen, bin ich die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ja, würde ich mich zum Daumen hoch freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.